Update von Sophia Thiel. Markus Rühl reagiert. Let's go, Freunde. Rosamunde Rühl. Und danke für die Abos, die hier reingeflattert sind. Sandrek, Zrotsch und Fieser Ficker. Ich danke euch. Let's go mit Rosamunde Rühl. Sozialer Umgang war ich mein Wellensittich. In diesem Sinne. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Markus. Hallo zusammen, wie geht's euch? Herzlich willkommen zu meinem neuesten Video, denn heute gibt's ein kleines Fitness-Update von mir. Und da freuen wir uns. Ey, ganz ehrlich, ich finde Sophia Thiel unfassbar sympathisch. Wirklich, sehr, sehr sympathische Frau. Ja, bestimmt eine lustige Sache. Das Ding ist, ich trainiere immer noch. Habt ihr wahrscheinlich mitbekommen? Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Nee. Boah, das ist böse, Digga. Aber ich wollte heute einfach mal so ein kleines Update geben, wie es gerade läuft, weil ich mir trotzdem vorgenommen habe, dass ich Anfang nächsten Jahres oder dann vielleicht eben nach einem Jahr wieder diesen... Die haben aus ihr einfach FEI-Test gemacht von 300. Fitness-Check-up in München machen möchte. Hört sich an, wie Kartentraining. Das ist halt leider... Gequillte Scheiße. So eine Formel mal festgemacht, da läuft man ganz gut damit. Wo hier sozusagen alles genau bei mir gemessen wird. Das heißt, Körperfett. Fett ist immer geil, ja. Wir waren alle immer fett. Schön, ins McDonald's gehen und fressen. Das ist richtig geil. Finde ich klasse. Generell Gewicht, damit gehe ich ja auch alles offen um. Wasser. Achtet. Der Wasserbeutel. Wasserbeutel. Stand heute, ich wiege mich nicht regelmäßig. Damals waren sie ja um die 90 Kilo. Ich liege leider in Tour. Krass. Krass, Alter. Dass die so viel wog, ne? Dann wieder wenig, dann wieder viel. Das ist echt heftig. Colt 1408, danke dir fürs Abo, Stufe 1. Das ist so wenig. Also ich kann sagen, als Profi-Bodybuilder, letztendlich zählt 90 Kilo bei einer Frau, das ist zu wenig. Gewicht. Finde ich absolut perfekt. Dann weißt du, du machst alles recht. Das Bedarf. Und da ist viel Fett. Was willst du mehr? Und mittlerweile habe ich um die 5 Kilo abgenommen. Jetzt verbessere ich mich. Also wiegt die jetzt 85 oder wie? Jetzt gehe ich mal auf mein Jahr zurück. Die haben immer gesagt, wenn der Rühl 3-4 Kilo leichter wäre, dann wäre er besser ein... Ey Junge, das ist so perfekt geschnitten, Digga. Das ist so perfekt geschnitten. Was willst du mehr? Und mittlerweile habe ich um die 5 Kilo abgenommen. Jetzt gehe ich mal auf mein Jahr zurück. Die haben immer gesagt, wenn der Rühl 3-4 Kilo leichter wäre, dann wäre er besser in Form und wird besser aussehen. Das habe ich einmal gemacht und sah aus wie abgefressene Hühnchen. Abgefressene Hühnchen. Also lass den Quatsch. Momentan geht es im Essen einfach sehr gut. Ich habe keine Essanfälle. Wer ist Ihr Mann denn? Erdem. Erdem ist mit Sophia Thiel zusammen. Geht gar nicht. Bodybuilding ist ein Sport, das 24-7. Essen, Schlafen, Ernährung. Essen, Schlafen, Essen, Essen. Das war ganz normal. Schlafen, Essen, Chemie. Du musst ja halt auch essen. Bis zum Kotzen. Alles andere ist so riskant. Ich habe mich damals auch gemerkt, wenn ich im Essen auch Essanfälle hatte, dann war mein Körper wirklich fast schon wie entzündet und fast schon wie angeschwollen. Ja, super. Freut mich sehr. Des Bedarfs, ne? Viele von euch fragen mich auch generell, wie sich mein Training verglichen zu früher, auch bezogen auf heute, verändert hat. Und da muss ich eigentlich ganz offen und ehrlich gestehen, es ist eigentlich relativ gleich geblieben. Es hat sich nichts radikal verändert. Wie trainiert sie denn? Ich habe da absolut gar keine Ahnung. Glückwunsch. Viel richtig gemacht, ja. Und jetzt gibt's mal ein kleines Body-Update. Oh, sie zieht sich aus. Junge, die Musik dazu, Alter, gottlos. Was der Mensch mit Fleisch und Gebühren bringt mittlerweile, das ist schon mein lieber Mann. Leck mich am Arsch, ja, brutal. Also, super Bodybuilder. Hab ihn auch ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Super Bodybuilder, ich hab sie unterschätzt. Sagen. Ist das stärkste Schwein, wo ich je erlebt habe, ja. Geile, fette Bauch. Das ist Bodybuilding. Schön dick und rund. Sieht schon brachial aus, ne? Aber Bilder sind immer so relativ. Und ey Junge, das ist so geil. Ich finde so ein Speckbauch bei Frauen absolut nicht schlimm, Freunde. Ne? Solange da nichts hängt, ich finde es nicht schlimm, sage ich euch. Aber wenn es so einen Unterbauch gibt und es anfängt zu hängen, dann finde ich es nicht mehr schön. Also meine Meinung, falls mich einer mal fragt. Ja, und das war das kleine Body-Update. Wie schon gesagt, hat mein Körper jetzt aufgrund des Essverhaltens 5 Kilo losgelassen. Ja, das ist scheiße. Kann ich wirklich nur vermuten, dass derjenige vielleicht noch nie richtig hart trainiert hat. Wie schon bereits genannt, mein Ziel ist nicht primär jetzt abzunehmen, wieder ein Sixpack zu haben oder eine gewisse Kleidergröße zu passen, sondern einfach, dass ich eine gesunde... Ich schwöre es euch, das ist echt das Beste. Nee, das ist nicht Roswitha, das ist Rosamunde Rühl, oder? Ja, Rosamunde Rühl. Beziehung...
ist quasi dasselbe, aber das ist echt gut gemacht. Zur Ernährung aufbauen. Das kannst du vergessen. Da hört bei mir irgendwo der Spaß auf. Jeder, der nach 20 Jahren Bodybuilding gesund ist, der hat falsch gemacht. Fokus ist hierbei wirklich, ich möchte ein gesundes Verhältnis zu Sport. Bruder, sag ich schon, Eleni, nur Gott weiß, wer sich hinter Roswitha und Rosamunde Rühl verbirgt. Das weiß niemand. Das weiß nur der liebe Gott. Ernährung haben. Halt die Fresse, ey. Letztendlich zählt. Ich würde sagen, Bye bye von mir. Wir gehen jetzt was essen. McDonald's, macht's gut. Bis dann. Oh. Rosamunde Rühl. So was stark. Ach, geil, Alter. Geil. Wir mussten uns natürlich ein bisschen zurückhalten. Das ist die Sophia Thiel, ja. Kleine süße Maus. Die wollen wir natürlich hier nicht kaputt machen, Freunde. Deswegen ganz, ganz entspannt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da bei dem Kanal. Kommentiert wie immer fleißig. Und falls ihr mich supporten wollt, findet ihr wie immer die besten Supplements auf powerstage-germany.de. Mit meinem Rabattcode sichert ihr euch den besten Rabatt. Damit supportet ihr mich ordentlich und sichert euch feine Subs. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Adios.